So Leute, hier sind wir jetzt nochmal in dem Event drin, beziehungsweise im Kreativmodus, um die Punkte für die Körbe zu sammeln. Denn die Herausforderung haben wir ja, das hat bei dem ersten Mal, wo ich das mit euch gemacht habe, nicht funktioniert. Jetzt habe ich gerade eben schon mal eine Runde gespielt, da haben die Punkte dann komischerweise gezählt. Aber so ganz blicke ich hier noch nicht ganz durch, wie wir das machen sollen. Aber ich glaube, wir müssen halt wirklich genau auf diesem Ding landen, was dann in der Mitte ist. Aber, ne, diesmal hat es wieder nicht gezählt. Also irgendwie ist einfach der ganze Modus in meinen Augen so verbuggt. Also ganz ehrlich, ich kann es euch wirklich nicht erklären, was hier los ist. So, wir probieren es mal hier drin. Und, aha, ihr seht links, 24 von 30 habe ich jetzt. Gehen wir gerade versuchen, hier rechts hinzukommen. Das hat funktioniert. Warte mal, komme ich jetzt bis hinten hin? Mal einmal wenigstens 7 Punkte machen. Zack. Ja, 7 Punkte gemacht. Aber ich sage ja, die Aufgabe ist in meinen Augen total verbuggt. Mal zählt es, mal zählt es nicht. Also ganz, ganz, ganz seltsam. Ich hoffe, dass es bei euch halt funktioniert. Aber wenn nicht, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Wenn es dann endgültig bei jedem funktioniert, natürlich auch Bescheid geben. Hier müssen wir uns wieder ein bisschen gegenseitig helfen. Also schaut ruhig in die Kommentare, wie es bei den anderen aussieht. Nicht, dass ihr euch wundert, warum funktioniert es bei euch nicht. Ihr seht, ich mache eigentlich genau dasselbe wie eben. Nur jetzt zählen die Punkte komischerweise. Ah, jetzt fehlen mir nur 3 Punkte. Und dann habe ich die Aufgabe nämlich auch fertig. Genauso mit betrete ein Match, also beschließe ein Match ab. Das ist nämlich eigentlich die Aufgabe. Das haben wir auch schon geschafft. Dazu habe ich eben schon mal ein Video dann hochgeladen. Da habe ich hier unten nämlich dann nur zu Ende gespielt, aber auch von Anfang an, so wie jetzt. Und habe dann auch meine Punkte bekommen. Aber ich bin nicht in den Kreativmodus gegangen. Ich habe das Ganze in da ausgesucht, den Spielmodus hier. So, als wenn ihr, wo ihr auch Solo, Duo oder Team aussuchen könnt. Jetzt zählen die Punkte wieder nicht. Also ohne Quatsch, ich bin mal gespannt, was ihr für Erklärungen habt. Also ich finde hier echt keine logische Erklärung habe ich. So, mal gucken, ob das zählt. Ich hoffe, dass ich irgendwie diese blöden Punkte jetzt mal fertig habe. Ah, da seht ihr es. Sammle Münzen. Die Aufgabe ist schon mal fertig. Also kann ich eigentlich hier getrost schon wieder rausgehen. Einfach aus dem ganz einfachen Grund. Denn ein Match habe ich schon abgeschlossen. Und dann gucken wir mal gleich, ob das Ganze vielleicht nochmal irgendwie an. Na, einmal tot. Airball gibt auch einen Punkt. So, dann bin ich nämlich hier jetzt durch. Dann gehen wir nochmal gerade. Ich zeige euch nämlich, wie ihr in den Modus rein müsst. Also nur da haben bis jetzt bei mir die Punkte gezählt. Nämlich in dem anderen, wenn du in den Kreativmodus selbst reingehst, zählt es komischerweise nicht. Also, wie habe ich das Ganze gemacht? Ich bin einfach hier draufgegangen, dann auf Annehmen. Crossover Koop Cast, dann spielen. Und so hat die Aufgabe dann gezählt. So, ihr seht, Kreativzentrum, muss ich noch gucken, dass ich es irgendwie hinkriege. Bis jetzt hat es bei mir noch bei keiner Möglichkeit funktioniert. Wenn ich auch da mehr weiß, sage ich euch natürlich Bescheid. Und wie gesagt, Spiel abschließen. Ihr müsst wirklich die Runde komplett bis zum Ende spielen. Und dann habt ihr das Spiel auch abgeschlossen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn ich euch weiterhelfen konnte, gern Like da lassen, gern Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.